Hallo und willkommen zurück beim Hauen und Treten Simulator Dead Space 3. Wir müssen weiter in die Quartiere, genau, denn wir müssen den Weg freiräumen und die Ranken zerstören. So. Ah ja. Gewalttätigkeit. Was war der Auslöser, Mr. Clark? Der Kummer? Oder die Schuld? Macht er noch was, Nehmer? Der steht da bloß rum. Okay, hier sind doch schon wieder Lüftungsschächte für böse, böse Gegner. Da auch. Okay, da hätte ich was zum Verlangsamen, ja. Stase, wie sieht's aus? Leer. Ja, das mal am Anfang hatten wir immer noch sehr viel Stase. Ich habe sogar noch einen Stase-Pack mit. Aber... Okay, dachte gerade, da kam was. Ich möchte es erstmal noch nicht benutzen. Für mich ist auch gerade eine neue Aufnahmerunde. Ich muss mal gucken. 27.000 Credits haben wir noch. Sehr gut. Stimmt, wir hatten da zuletzt noch ein bisschen mehr gefunden wieder. Ja. Nochmal 100. Ja, klasse. Okay. Na, dann räumen wir mal den Weg frei. Hier scheint ja... Ach! Ja, wie geil! Gut, dass ich das Pack nicht benutzt habe. Das fiel mir überhaupt nicht auf jetzt beim ersten Mal. Dann räumen wir mal den Weg frei. Ja, aufräumen. So geht aufräumen gut, ey. Siehst du, wenn du das in der echten Welt hättest, okay, wäre ja alles aufgeräumt. Oder noch besser, man schafft sich jetzt gar keine Möbel an, die im Weg rumliegen können. Weil ich jetzt... Nein! Oh Mann. So doof kann man da echt nicht sein, oder? So, Moment, wir müssen. Oh. Ein bisschen noch freiräumen, dass der Ausgang dann auch wieder frei ist. Falls wir nochmal zurück müssen. Na gut. Aber ich finde schön, also die Physik von den ganzen Gegenständen, die ist echt cool gemacht, ne? Am besten hat mir immer noch. Oh ne. Ball gefallen. Toxische Gefahr registriert. Oh ja, Plasma-Energie. Hauen. Nee, treten. Ich höre doch was. Komm mal mit. Warte mal kurz. Kommt man auf den einfacheren Schwierigkeitsgraden eigentlich auch... Also man bekommt wahrscheinlich mehr... Ach nee, das ist nur eine Taschenlampe. Man bekommt wahrscheinlich mehr Munition oder häufiger immer mal Munition, könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht Heilung. Aber auch die Credits, ist das dann auch mehr? Ja, aber auch so, ne? Soundtechnisch allererste Sahne, kannst du nicht meckern. Richtig, richtig gut. Fuck, wo ist denn jetzt mein Feuerlöscher hin? Ja. Irgendwo... Ach so, er keucht rum, wenn wir nur noch 20 Sekunden Luft haben. Na gut, dass da Luft ist. Ey, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wer... Da, da ist wieder so ein ekelhaftes Vieh. Oh nee, die hasse ich am meisten. So, die kann ich ja damit extrem schnell alle kriegen, ne? Aber... Schleifmaschinchen macht ja auch ordentlich Schaden mittlerweile, ne? Shit, Flammenwerfer habe ich nicht mehr so viel. Ich könnte aber mal... Nehm mal die Laserkanone rein. Oh, oh. Nein. Oh, what? Ach, komm schon, ey. Bei dem bin ich mir immer noch nicht sicher, was ich da töten muss. Immer auf den Kopf halten, jedes Mal diese Arme wegflexen, wenn er da wieder welche... Kleinen Moment bitte, Gegner, ich muss kurz nachladen.
er die Arme auspackt, oder? Ja, 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 Isaac, ich weiß. War's das? Ja, da liegt was rum, das war's. Och, Mann. Hehehe. Nein, nein! Oh Gott, da ist ja noch... Oh Gott, oh. Oh, eure Tischkanten tun mir echt leid, ey. Wahnsinn. Wir sind noch keine... Shit, ich hab mir keine Uhr diesmal gestellt. Keine 5 Minuten drin. Das läuft ja fantastisch. Das ist ein guter Vorgeschmack, was wahrscheinlich den Rest der Folge noch passieren wird. Ah ja, guck mal, hier ist immer noch so ein Teil. Mann, ey, das war ja mal mega dumm. So, jetzt sind die Arme weg, ne? Und er packt dann aber nochmal welche aus, oder? Nee, der ist schon tot. Okay, dann geht das doch extrem schnell damit. Oh ja, Flammenwerfer-Munition haben wir wieder bekommen, super. Dann nehme ich auch den erstmal wieder rein. So, genau. Und den können wir auch mal durchladen, dann haben wir da wenigstens eine volle Patrone drin, 50. Und wieder auf mein Cutter. Das hatte ich mitgenommen, da liegt noch was. Da war jetzt aber nichts mehr, nee. Glaube nicht. Ach, lol. Erfasstenroffel. Da lag sogar was rum. Ich wollte eigentlich ihn wegziehen, um nachzuschauen, ob da was drunter ist. Wahrscheinlich war auch das Geld, was ich direkt angezogen habe, da drunter. Also ich habe mich nicht mit Geld angezogen, aber na, ihr wisst Bescheid. Ach ja, guck mal. 2 Schuss reichen sogar. Ach, das war schon. Das eine Ding bloß. Zerstöre die Ranke im Luxus irgendwas. Dreckiger Sack. Ach, warte mal. Ist das... Ach, das ist der Rote, der wiederkommt, ne? Du lebst noch? Ärmchen. Da ist auch noch einer. Überall wird gespuckt und geschossen. Oh Mann, ey. Oh, ey, geht nicht gut los, ne? Geht echt nicht gut los. Immerhin Stase kann ich nochmal aufladen. Den Roten habe ich erst nicht als Roten erkannt. Na gut, ein bisschen Plasma-Cutter-Munition immerhin. Vor allem, ich weiß, dass in dem Raum auch so ein Ding steht, ne? Aber ich nehme es dann einfach nicht. Ich weiß auch nicht. Also in dem Moment, wenn hier Gegner auftauchen, sind sofort einige Optionen ausgeblendet. Wie ausgeblendet? Das ist echt eigenartig. Ich mache das nicht mit Absicht, wirklich. Also ich möchte eure Tischkanten da nicht, nicht unnötig in Gefahr bringen. So. Ziemlich stabil, dieser Becher. Ach so. Wo war denn hier eine Batterie? Okay.
Toxische Gefahr registriert. Interessant. Aber hier war ja auch nirgendwo eine Batterie, oder? Oh, treten! Ja, da ist mir die Pack direkt genommen. Okay. Ach, guck mal, doch einiges übersehen. Ich konnte es nicht machen. Ich habe so viel Angst vor Blut. Ich sollte zurückgelassen werden. Der Arzt hat verstanden, er brachte alles in Ordnung. Er sagte, es gebe Gas, das mir helfen könnte. Er sorgte dafür, dass alle Schläuche angeschlossen waren. Er sagte, jetzt müssen wir nur noch atmen. Und die heiligen Kreaturen werden auch zu uns kommen. Schöne tiefe Atemzüge. Ein durch die Nase, aus durch den Mund. Danke, Doktor. Danke für alles. So, Isaac, das nehmen wir uns mal nicht zu Herzen, wa? Ich fühl mal... Ja, du keuchst schon wieder rum. Da ist noch ein... In dem Raum dort... War ich da hinten? Nee, hier, genau. Hier war Klumpi, dann kam der rotes Ärmchen. Und da hinten geht's auch noch mal rein. Okay, das habe ich nicht gesehen vorhin. Okay, da war ich... Unter Hektik, unter Stress. Da wird ja hier irgendwo... Da ist er. Da ist die Batterie. Plasma. Stark. Und ein kleines Medipack. Genau das, was wir brauchen. Das nehmen wir gleich mit. Da ist nochmal was zum Öffnen. Oh, ja, ein Knötchen. Doch einiges hier in dem kleinen Raum drin. Nein. Ja. Toxische Gefahr registriert. Toxische Gefahr beseitigt. Geht das, wenn ich die da reinschieße? Nee. Ach, endlich mal wieder Aufzug fahren. Bisschen Entspanntheit. Wissen müssen, dass der abhaut. Weil sonst rennen die ja nicht vor einem weg. Es sei denn, die springen da irgendwo rein. Das haben wir ja schon zwei, dreimal gesehen, dass sie dann einfach irgendwie durch den Lüftungsschacht und später kommen sie dann von woanders wieder. Ich gehe aber erstmal hier lang. Hast du schon was fallen lassen? 100 Credits, okay. Ja, zum Sounddesign, ne? Es ist unglaublich gut gemacht. So die Geräusche von den Räumen und von den Gegenständen und von den Maschinen und der Gegner sowieso. Wirklich schön gemacht. Na gut, dann gehen wir erstmal hier rein. Das war der andere Eingang. Warte mal, hier waren wir doch schon mal. Ja, doch, hier waren wir schon mal. Halt. Da geht's gar nicht durch. Liegt da hinterm Tresen vielleicht immer mal noch irgendwas? Hier die Suppe überall auf dem Boden, da kann ich halt nicht rennen. Also wenn jetzt was passiert, muss ich klug agieren. Ach ja, das ist wieder der Raum mit dem
Kommt Roti auch wieder? Ich gucke jetzt gleich, ob ich hier richtig bin. Ach, jetzt geht das. Genau, das meinte ich doch neulich schon, wo ich dachte, dass ich hier was kaputt schießen muss. Na, liebe Entwickler. So, endlich weiter. Jawohl. Kann ich ja vor Glück erstmal eine Sporttasche durch die Gegend hauen. Die haben ganz schön Bums drauf, oder? Speichern und Shop haben wir auch. Sehr gut. Haben wir noch eine Bank? Irgendwo hier hinten vielleicht? Kann ich von hier vielleicht nochmal irgendwo anders was wegschießen, dass hier was weggeht? Nee. Technisch sieht es eigentlich ganz gut noch aus. Ja. Können wir was verkaufen oder irgendwas kaufen? Verkaufen würde ich hier nichts. Kaufen. Boah, ich weiß nicht. Ey, Medipack 10.000, ne? So viel wie ein Knötchen. Tja. Die Sucht. Lieber man hat, als man hätte. Ich kenne noch mein Glück. Da habe ich zwar jetzt viel Munition, gehe damit um die nächsten drei Räume und dann bin ich wieder los. Dann wünschte ich mir, ich hätte doch noch mal was gekauft. Deswegen, ich nehme einfach mal ein bisschen was auf Vorrat mit. Die werden ja nicht schlecht. Die haben ja kein Verfallsdatum, das ist das Gute. Ja, ich höre dich. Okay, den Singularitätskern, ja. Stimmt, den haben wir auch noch dabei. Ha! Na, war ja klar. Fuck, hier hinter mir, das habe ich nicht gesehen. Nee, komm, ich war ausgewichen. Großes Medipack noch bekommen. Oh, ein mittleres. Sehr gut. Der vielleicht auch noch eins. Nee, aber dann nehme ich erstmal, bevor ich das große nehme, sonst hätte ich schon längst F für die Heilung gedrückt, nehme ich erstmal das kleine und das mittlere. Das reicht schon fast aus. Okay, da fehlt noch die Energie. Da fehlt auch die Energie. Die ganz kleinen Dinge gehen manchmal nicht anzuheben. So. Hier gibt es aber viele Räume, oder? Echt? Oh, komm ey, ist nicht dein fucking Ernst. Mann, ehrlich, das ist... Ich dachte, er ist schon dreimal tot. Ja, ich weiß nicht, manchmal reicht es, da schieße ich den Kopf weg, schieße die Beine weg, dann sind die tot. Und manchmal, da muss ich ein bisschen mehr wegschießen. So ganz raus habe ich noch nicht, woran das liegt.
unten geht's weiter, ja. Was sind das eigentlich für Dinger hier? Stase-Lampen oder... Keine Ahnung. Da kommt eine Batterie rein, da können wir dann wieder umschalten, okay. Was gibt's hier? Was ist das für ein Raum? Luxus-Badezimmer, dann gehen wir erstmal in das Badezimmer. Ja, der war es mir wert. Schade. Hier liegt nichts drin. Nirgendwo, in dem gesamten Bereich. Okay. Luxus Ruhe Kejon Kojen Kejon Ruhe Kojen. Auch ein schönes Wort, Kojen. Hier lacht jemand. Da ist die Batterie. Oh, nochmal großes Medipack. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Das sieht nicht mehr so gut aus, wenn ich ehrlich bin. Also da... Hat sie selber eingesehen, dass das nicht mehr groß sinnvoll ist, ne? Du verpiss dich! Du Scheißvieh! Dann wieder der Raum, okay. Ey. Oh. Ich weiß, ihr habt mir das schon ein paar Mal geschrieben. Und immer, wenn ich im Spiel selber mal aus Versehen sowas gemacht habe, fällt es mir ein. Aber gerade diese Teile, von denen ich mich immer gewundert habe, dass ich damit nichts machen kann, außer ab und zu, da können wir mal so ein Ding da hoch und runter fahren. Aber das hat er gerade rausgenommen, er sollte eigentlich das Teil nehmen und ihn aufgespießt. Ihr habt schon häufig geschrieben, das ist auch so eine Sache, ich denke da einfach manchmal nicht dran. Gerade wenn du eine Waffe in der Hand hast, ist für mich immer das Naheliegendste, ja schieß doch. Aber das stimmt, ne? Mit diesen Teilen, irgendwas zum Aufspießen, kann man natürlich, habe ich jetzt einige Schuss an Munition gespart. Ja, muss einfach häufiger dran denken, ne? Das ist in meinem Alter nicht mehr so einfach. Türen oder Lichter? Na, Türen. Licht ist mir da egal. Ich hab da ja ein Licht. Gib mal den... Das gibt... Shit, wo hab ich denn jetzt? Warte noch kurz. Ich such noch was. Haben wir denn noch was zum Aufspießen? Ich finde schon noch was. Warte mal, ich guck mal rum. Ah! Gut, dann halt auf altmodische Art und Weise. Wisst ihr, die Ripperklingen wollte ich ja auch mehr. Ach, hier wäre was gewesen. Das meinte ich. Genau, die Teile hätte ich nehmen können. Fuck. Oh, die sind gut. Mann, ey. Wenn man die ganzen Erkenntnisse doch direkt vom Spielstart an hätte. Aber so läuft die Sache nun mal nicht. Ich denke, das kennt jeder, oder? So beim zweiten Durchlauf denkst du, ach, guck mal hier, wie doof habe ich mich beim ersten Mal angestellt. Nach dem dritten, vierten Durchlauf, da wird das dann schon zur Routine irgendwann. Dass man einfach viel mehr Plan hat von solchen Dingen. Was fehlt mir hier wieder? Masterüberbrückung erforderlich. Ja, das haben wir nicht. Ein Goldhalbleiter, ja, nice. Ein kleines Medipack.
Zerstöre die Ranke im Luxusquartier. Wir mussten gar nicht hier hin. Du kommst mit. Ich dachte... Ging es hier drüben noch weiter? Die beiden Türen hier müssten ja noch neu sein, oder? Alter! Wer hat denn hier Beine gesammelt? Oh Mann, ey. Da ist was Feuriges unter dem Stuhl, oder was? Hier geht's ja auch nicht weiter. Bin gerade ein bisschen verloren. Ernsthaft? Oh, ich habe wieder mit diesem Gas gerechnet. Wisst ihr, was wir vorhin hatten? Ach Mann, das war wieder zu einfach, ne? Ich dachte, wir müssen wieder einen Raum finden, wo dann das Gas drin ist. Ach, du schon wieder. Trotzdem. Oh, macht eben nichts aus. Ah! Ja, natürlich. Wie sind das wieder? Oh, fuck it, ey. Alter Schwede. Was für ein Gemetzel, ey. Oh oh. Ah ja. So öffnen sich hier drüben immer mehr Wege. Sehr gut. Oh nice. Noch ein kleines. Das nehme ich direkt. Das nehme ich. So. Hier ist jetzt der Weg offen, da hinten mal eine Tür, dann gehen wir bestimmt jetzt mal dahin. Ich speichere aber nochmal ab. 13 Stunden, ey. Dachte echt, das wäre irgendwie so ein 8 bis 10 Stunden Ding, aber umso schöner, wenn es länger geht. Da noch was? Nö. Habt ihr euch das vorgestellt, als ihr euer Leben für die Kirche geopfert habt? Sieht dieses Gemetzel nach Transzendenz aus? Ich weiß nicht, was nach dem Tod kommt. Nicht mehr. Aber ich weiß, dass unser Leben mehr ist als der Treibstoff für die Konvergenz. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir das Böse bekämpfen. Es ist noch nicht zu spät. Bitte! Wir haben aber gerade echt Glück mit den Medipacks, muss ich mal zugeben, ne? Zwei große noch auf Reserve, ein kleines. Hier? Stein, Asteroid oder so. Captain Beame Fires. Aha, der gute alte Benjamin. Dem hau ich das. Ach so. Überprüfen, okay.
Textlog. Ewige Ruhe an Captain B. Mathias von unbekanntem Absender. Betreff vertraulich. Flattenposition bestätigt. An Captain Benjamin Mathias. Bezug nehmend auf unser Gespräch vor der Abreise kann ich mit Freude berichten, dass die Anwärter eine erstklassige Stasekapsel für sie an Bord der Heiligen Flotte der Kirche genehmigt haben. Glückwunsch! Ihre großzügigen Spenden im Laufe der Jahre haben bereits alle Kosten für die postmortale Stase und die Kryokonservierung gedeckt. Ich kann zwar nicht garantieren, welche Arche ihren physischen Körper schützen wird, aber alle Schiffe der Flotte sind für einen jahrhundertelangen Betrieb im Deep Space ausgelegt und mit modernster Verteidigungstechnologie ausgestattet, die sicherstellt, dass die Konvergenz ungestört weiterläuft, wenn die heilige Stunde naht. Ich muss noch einmal betonen, dass dieser Platz direkt von der erfolgreichen Beendigung ihrer Pilgerreise abhängt. Sobald der Marker sicher in den Händen der Kirche ist und alle elektronischen Aufzeichnungen entsprechend geändert wurden, werde ich ihre letzte Ruhestätte unter den Gesegneten der Kirche, einschließlich Altmann selbst, einrichten. Moment. Gepriesen seien der Marker und seine Propheten. Phoebe, dreh irgendwas. Ja, genau. Der gesamte Schriftverkehr von und zu dieser Person wird überwacht. Die Weitergabe von Informationen aus dieser Mitteilung an ketzerische Parteien ist strengstens verboten und wird mit der Beschlagnahme von Eigentum und oder der Exkommunikation bestraft. Oh, ganz schön streng die Kirche, ne? Boah. Hey. Alle ein bisschen komisch drauf hier von der Unitology. Da liegen schon wieder welche rum. Die sind zu, da geht es dann auch noch weiter. Okay. Ach, guck mal. Whites Liste, persönliches Logbuch, die White. Die verdammten Unis haben das Kommando, bei denen bin ich mir sicher. Captain Mathias und ein paar andere, ich lese die manche jetzt alle vor. Ist es Zufall, dass so viele leitende Offiziere Markeranbeter sind? Das kann kein Zufall sein. Ich erkenne ein manipuliertes Blatt, wenn ich es sehe. Update. Ich habe ein paar Akten geprüft. Viele dieser Versetzungen begannen, nachdem Direktor Eckhart mit dem Captain geplaudert hatte. Seit wann schert sich die Chefetage um das Personal? Na, das wäre aber schön, wenn das so ist. Bisschen Geld. Die haben sich's gut gehen lassen hier, ne? Achso. Ah. Fast übersehen. So. Och komm. Echt nicht? Der erste Kasten, der nicht aufgeht. Schade. Klingen und nochmal klingen. Moment. Okay. Freigabe bestätigt. Na gut. Oh, schön, mittleres Medipack noch. Das ist ja hervorragend. Schlüsselkarte für Vorstandsquartier. Cool. Manchmal spiegelt auch nur irgendwas rum. Da denke ich dann auch, das ist irgendwas zu mitnehmen. Oh nein, ihr schon wieder. Haut ab. Nein, das habe ich nicht gesehen. Diese kleinen Bastarde da rausgekommen sind. Mann schon. Oh nö. Ha. Ok.
Huch! Huch! Nee, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ja. Geht doch. Was habe ich davon, wenn ich mal eine andere Waffe benutze als meine Cutter? Keine Stase. Die Leine. Jetzt wird's klingtastisch. Oh, die können trotzdem zuhauen? Ne, glaube ich jetzt nicht. Hier, komm. Ach hier! Hau mal ab, wa? Es wird gesägt. Die ist so geil, ne? Macht schon Bock, muss ich sagen. Gibt das Flattervieh jetzt noch oder? Nee, alles erledigt. Sehr gut. Ja, war ganz okay, ne? War in Ordnung. Achso, du hast nichts dazu gehört. Oh, noch ein Textblock. Planetare Abbau, ein Leitfaden für Investoren. CEC Aktionärsbroschüre 202, bitte nicht weitergeben. Was ist planetarer Abbau? Beim planetaren Abbau werden Planeten und Monde im wahrsten Sinne des Wortes von speziellen Schiffen, den sogenannten Abbauschiffen, im Makrobereich zerlegt. Ganze Welten werden mit Hilfe von Gravitationsstrahlen aufgebrochen, um die reichhaltigen Flöze mit wertvoller Mineralien freizugeben. Diese zerbrochenen Trümmerteile werden abgebaut, verarbeitet und dann an ihren Bestimmungsort verschifft. Sie haben vielleicht Berichte von Umweltschützern gelesen, in denen behauptet wird, dass die Zerstörung eines Planeten ein ganzes Sonnensystem zerstören kann, weil die Gravitationskräfte, die jedes Himmelsobjekt auf seiner Umlaufbahn halten, gestört werden. In einigen dieser abenteuerlichen Berichte wird behauptet, dass dadurch das gesamte System außer Kontrolle gerät oder die Planeten ineinander krachen. Wir verweisen besorgte Investoren auf den Artikel Sicher und nachhaltig, das Versprechen der CEC für die Gesundheit unserer Galaxie, in dem die Wahrheit über den planetaren Abbau ausführlich dargelegt wird. Die kurze Antwort lautet, der planetare Abbau ist absolut sicher und leistet einen wichtigen Dienst für die Erde und die Kolonien. Von mehr als 3 Dutzend solcher Abbauvorhaben ist nur ein einziger Einsatz nicht optimal verlaufen. Kritiker verweisen oft auf die Vanat-Katastrophe vor 11 Jahren, bei der ein Abbauschiff, 3 Versorgungsschiffe und eine Kolonie durch ein Versagen der Gravitationsstrahlen verloren ging. Es wird jedoch selten erwähnt, dass die CEC seitdem ihre Beziehungen zu den Herstellern verstärkt, sich zu regelmäßigen Seminaren für die Besatzung verpflichtet und Sicherheitsprotokolle eingeführt hat, um sicherzustellen, dass sich eine Katastrophe dieses Ausmaßes nie wieder ereignen kann. Vor dem Abbau werden die in Frage kommenden Welten sorgfältig nach ihrem Mineraliengehalt, ihrem Nettowert und der Sicherheit, mit der sie abgebaut werden können, ausgewählt. Die Abbauschiffe sind auch von unschätzbarem Wert für die Ernte von Asteroiden und abtrünnigen Planetoiden, die eine tödliche Gefahr für teure Infrastrukturen und Anlagen darstellen. Planetarer Abbau, eine detaillierte Übersicht. Die Erschließung von Planeten ist ein langwieriger Prozess, der sich in der Regel über 3 bis 5 Jahre erstreckt. Im Allgemeinen wird das erste Jahr mit der Erkundung und dem Aufbau der Kolonie auf dem Planeten verbracht. Um die Verluste so gering wie möglich zu halten, sind diese Kolonien in Bezug auf die Infrastruktur absichtlich sehr sparsam ausgestattet. In den nächsten 18 Monaten werden tektonische Ausgrabungen, die Wartung der Gravitationsstrahlen und damit verbundene Aktivitäten auf dem Planeten durchgeführt. Das Abbauschiff
trifft nach 2,5 bis 3 Jahren ein, je nachdem, wie weit die Vorbereitungen fortgeschritten sind. Sobald das Schiff in der Umlaufbahn ist, beginnen die Vorbereitungen für den Abbau der tektonischen Brocken. Dies dauert etwa eine Woche. Die Entfernung eines abgebauten Brockens vom Planeten ist in eine stabilisierte, geosynchrone Umlaufbahn dauert normalerweise etwa einen Tag, 24 Standardstunden. Während dieses Vorgangs brechen Milliarden Tonnen von Trümmern von der Unterseite des Brockens ab und bilden einen Asteroidenring um den Planeten. Während die schwebenden Trümmer extrem gefährlich sind, verfügen die Abbauschiffe über ein hervorragendes Asteroidenabwehrsystem AAS, das Schiff und Besatzung vor Schäden bewahrt. Die haben wir kalibriert, die Dinger. Weitere Informationen über unsere AAS-Technologie finden Sie in der Begleitliteratur. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis der gesamte Planetenkörper zerkleinert und verarbeitet wurde. Kleinere Objekte, wie zum Beispiel Asteroiden, werden in die Minenschächte gezogen und direkt verarbeitet, wobei zur Verringerung des Abfalls direkte Verarbeitungsstrahlen eingesetzt werden. Wie Sie sehen können, überwiegen die Gewinnspannen des planetaren Abbaus bei weitem die der rein planetengebundenen Operationen, die möglicherweise erst in Jahrzehnten rentabel sind und enorme Kosten für Personal, Infrastruktur, Ausrüstung und Versicherung verursachen. Über uns, die CEC, ist das größte solare Abbau- und Förderunternehmen in den Erdkolonien und das fünftgrößte interstellare Unternehmen gemessen am Marktkapital. Seit unserer Gründung haben wir uns zu einem Motor der Industrie und zu einem wichtigen systemübergreifenden Arbeitgeber entwickelt. Mit einem großzügigen Budget für öffentliche Ausgaben und dank unseres engagierten Lobbybüros war die CEC stets in der Lage, eine starke Marktposition zu halten und sich politische Unterstützung zu sichern. Die CEC besitzt über 400 Deep Space Fahrzeuge, darunter 5 Abbauschiffe, deren Flaggschiff die berühmte USG Ishimura ist. Die CEC leistete Pionierarbeit bei der Scan-and-Catch-Technik, die heute zum Standard im Asteroidenabbau gehört, und war das erste Unternehmen, das Schockpunktantriebe für die kommerzielle Nutzung einsetzte. Wir sind der größte Lieferant von Edelmetallen für kommerzielle Interessen im gesamten bewohnten Raum. Wir nehmen Ihre finanzielle Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter ernst, natürlich. Wenn Sie in die CEC investieren, investieren Sie in eine Zukunft, an die wir alle glauben können. CEC, die Gemeinschaft mit Energie in die Zukunft führen. So, kleinen Moment mal an alle, ich muss mal kurz einen Scheck für die CEC ausstellen gehen, das hat mich jetzt echt überzeugt. Doch, das stark. Finde ich cool. Da haben wir mal schön ein bisschen was jetzt erfahren, ne, wie das dann so abläuft, wie die das machen mit dem Abbau. Ich drehe dich nochmal, weil ich es kann. Hat Spaß gemacht zu lesen. Das war sehr informativ. So, wir kommen jetzt rein. Die Schlüsselkarte haben wir. Jawohl. 35 Schuss haben wir noch mit der. Oh, geht immer noch nicht. Ey, das könnte ich halt auch einfach, gerade wenn nur so ein, zwei Gegner sind, einfach mal öfter einsetzen, ne? Naja, jetzt ist die Tür nebenan wahrscheinlich offen. Die ging ja gerade noch nicht zu öffnen. Jupp. Und nun? Da ist ein Knötchen! Habe ich das jetzt hier schon erfüllt eigentlich? Im Büro des Chief Steward. Mein Gott, ey, durch das ganze Lesen weiß ich gar nicht mehr, was vorher passiert ist. Wir müssen auf jeden Fall wieder zurück. Hier sind wir fertig, denke ich. Ja, stimmt. Hier kam ja dann die Quarantäne und so. Die Viecher hatten wir erledigt. Achso, Moment, wir hatten noch ein mittleres Medipack gekriegt, ne? Das schlucke ich direkt mal. Ja, es ist sehr klug, den Pfad aufzurufen, wenn es nur eine weitere Tür gibt. So.
Jetzt geht das da hinten auf, ne? Ja, sehr schön. Shop-technisch brauchen wir erstmal nichts, oder? Nö, ich denke. Wir kommen erstmal so zurecht, ja. Wie viele Knoten haben wir? 2? Jep. Halt. Sehr gut, nochmal Klingen. Also das mit den Klingen. Ja, wie immer, ne? Hätte ich schon viel öfter und früher mal einsetzen sollen. Hallo, ich bin Dr. Terence Kine. Wissen Sie, wir haben auf der Welle gesprochen. Wenn Sie es wirklich sind, lassen Sie mich rein. Ich muss den Knoten hinter Ihnen zerstören. Noch nicht? Wenn Sie mit dem Shuttle fliehen, bringen Sie uns alle um. Wieso? Als Sie den Marker von Aegis 7 brachten, wurde das Wesen im Kern des Planeten geweckt. Alter. Ja, jeder Planet hat so ein Wesen. Wir auch. Was zur Hölle ist das? Mörser nennt das Kollektiv. Ein Nexus-Organismus, der diese Necromorphs telepathisch steuert. Wenn wir gehen, werden das Kollektiv aktiv ist. Tja. Sie haben die Valeria ja gesehen. Wenn nur ein Necromorph entkommt, ist die Menschheit am Ende. Aber der Marker. Amelia wusste es. Sie sagte, er würde die Bestie wieder in den Schlaf versetzen. Okay. Wenn wir den Marker nach Aegis 7 zurückbringen, wird der Ausbruch gestoppt? Genau. Aber wir müssen ihn mit dem Shuttle zum Planeten bringen. Sie haben einen Singularitätskern? Ich kann sie durchlassen. Was sagen Sie dazu? Wenn wir es so beenden können, dir. Wunderbar. Ich kann Mercer ablenken, aber nicht lange. Bringen Sie den Marker zur Shuttle-Rampe. Schnell! Danke, Mr. Clark. Meine Fehler wieder gut machen. Ich gehe noch schnell looten, dann mache ich das. Soll ich die jetzt echt nicht zerstören? Was passiert denn, wenn ich die jetzt zerstöre? Schickt mich aber. Oh, eine Bank. Stasepack, jawohl. Sehr gut. Nice. Okay, Bank. Was hatten wir denn noch offen? Zum Aufwerten. Anzug? Nee, Plasma-Cutter waren wir so weit durch, ne? Ah ja, nee, stimmt. Richtig. Fügt Brand hinzu und Nachladen könnten wir noch verbessern. Komm, ich mach das jetzt einfach mal. Dann haben wir wenigstens den Cutter mal voll bekommen irgendwie mit allen Knötchen. Da fehlt jetzt nur noch eins. Auch wenn das vielleicht nicht so sinnvoll wäre, wir hätten besser investieren können. Aber wir kommen ja trotzdem durch, ne? Mal mehr, mal weniger gut. Ja, soll ich das Ding jetzt wegknallen oder? Weil der schickt mich jetzt eigentlich wieder zurück, ne? Nee, doch passt. Scheiß drauf. Ja, passt, alles klar. Weil er gerade meinte, sollen wir noch nicht zerstören. Hole den Marker. Oh, lag der gerade schon hier? Textblock. Nexus-Organismus. Am Anfang war sie nur eine Stimme, aber jetzt ist sie wieder meine ständige Begleiterin. Ich hatte vergessen, wie sehr mich ihre Anwesenheit beruhigt.
Und wie immer sieht sie den Kern des Problems. Der Marker muss zurückgegeben werden. Vielleicht gab es eine Art Unfall, eine Art Trennung. Stimmt sich der Marker und das Kollektiv immer ab oder kann sich das Kollektiv dem Einfluss des Markers irgendwie entziehen? Wie auch immer. Wenn diese Theorie richtig ist, wenn die beiden jetzt zerstritten sind, wenn der Marker das Kollektiv unterdrücken kann, würde das die Fäden des Puppenspielers mit einem Schlag zerschneiden. Der hat wohl auch einen Plasma-Cutter. Im Nachhinein scheint es offensichtlich, diese Necromorphs haben keine Intelligenz. Wie sollten sie auch? Dennoch steckt ein klarer, wenn auch rudimentärer Zweck hinter ihren Handlungen. Insbesondere dem Sammeln von Leichen. Sie folgen eindeutig dem Drang, lebende Organismen zu töten und Biomasse zu sammeln. Aber woher kommt dieser Trieb? Wie werden sie von ihm gesteuert? Teilen alle von einem Marker verwandten Necromorphs dieses Band? Ist es wie ein Rudelinstinkt oder kommuniziert das Kollektiv tatsächlich telepathisch und wir sind die Ersten, die das beobachten? Ich gebe nur ungern zu, dass das Grauen des Markers mich noch immer fasziniert. Ich glaube, ich verstehe meine Vorgänger, die den schwarzen Marker studiert haben, jetzt besser. Der Weg zur Hölle beginnt mit prinzipienloser Neugier. Wie töricht, ich hätte es wissen müssen, dass die Sabotage der Triebwerke nur eine Notlösung ist. Kehren wir zur Erde zurück? Fällt der Marker wieder in die Hände der Kirche? Ja, Amelia, es gibt immer eine Alternative. Immer. Jo. Hole den Marker zurück. Okay. Hey, da drüben ist ja noch was. Guck mal. Bin ich da vorhin vorbeigelaufen, ja? Wie könnte ich das denn nicht sehen? Oder ging das erst mit auf, als das da drüben wegging und hier noch irgendwie was im Weg war? Keine Ahnung, ey. Speichern nochmal. Runter, oder? Ich würde sagen, wir müssen runter. Ich weiß nämlich jetzt nicht mehr aus dem Kopf, wo wir den Marker herkriegen. Ach nö. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Das ist ja was ganz Neues. Mann, lass mich doch mal hier durch. Ich will mich hier so schön ums Eck stellen, wisst ihr? Was? Ach, hier hinten. Ja, ja, Ärmchen hier mit Beutelchen, das habe ich zu spät gesehen. Würde ich am liebsten nochmal machen, aber es ist okay. Das war echt mega dumm gelaufen, ey. Ach, Mann, Mann, Mann. Quarantäne aufgehoben. Hätte ich jetzt gedacht, die Türen da hinten öffnen sich. Ah ja, okay, guck mal, da an die Mittelkonsole. Gut, die fiel mir jetzt auf den ersten Blick gar nicht auf. Wie auch, du kommst hier runter und wirst direkt wieder überrascht. Aha. Ach. Ach, Moment, das ist der Marker. Oh, ich dachte, das wäre von... Ja, okay. Sie haben ihn. Installieren Sie jetzt den Singularitätskern im Shuttle. Ich helfe Ihnen, den Marker zu verladen. Verdammt, Mörser ist gleich da. Beeilung. War doch der Marker, oder? Das große Teil hier gerade. Ah, verdammt.
Ich dachte die ganze Zeit, das ist einfach nur ein Symbol dieser bescheuerten Kirche. Aha. Oh, Knötchen. Nice. Oh, ja, Entschuldigung. Ich hab, zu spät gesehen. Das war keine Absicht. Passiert gleich noch was. Da liegen nämlich einige Hilfsmittel rum. Ich nehme das gerne mal ein bisschen weg von dieser explosiven Mischung, die daneben liegt. Ich kenne mich doch. Gibt es auch mit Sicherheit gleich Probleme, wenn ich da reingehe. Da ist nochmal eine Stase, okay. Da drin liegt auch noch ein Haufen Zeug rum. Noch ist da aber verschlossen. Da habe ich wieder so ein Teil. Zum Aufspießen, okay. Das da, das meine ich, ne? Das ist der Marker bestimmt. Oder? Hier sind überall so Stangen. Kann ich die hier irgendwie so anlegen? Geht das? Will die nicht runterschmeißen, sondern dass die hier so anlehnen, genau. Ja, sehr gut. So, dann steht ja hier immer so ein bisschen Kram rum, ne? Genau. So, ich stelle mir das Zeug noch ein bisschen besser hin, dass ich es auch. Damit genau sowas nicht passiert. Damit er nicht einfach aus Versehen was anderes nimmt. Mal schauen, was hier gleich noch kommt. Ach, guck mal. Fast übersehen. Nochmal Plasma-Cutter. Jawohl. Ach, guck mal. Wenn ich in die Nähe von dem Ding gehe, dann wird es hier ganz komisch irgendwie. Das indoktriniert mich. Na gut. Dann würde ich sagen... Okay. Erstmal geht's noch, aber... Ah ja, hier. Singularitätskern ersetzt. Testzündung der Shuttle-Triebwerke, um die Installation der Hardware abzuschließen. Zünde den Antrieb probeweise. Na dann, wollen wir mal. Ich habe noch einen Schluck getrunken. Guck mal, da vorne sind die Schotten schon runtergegangen. Oder das Tor. Dann kann ich... okay. Den Antrieb zünde ich nicht von da drin, oder was? Da war gerade nichts, was ich anklicken konnte. Jetzt ist hier offen. Okay. Na gut. Probeweise.
schön die Brücke weggesprengt hat. Hey, na große? Ja, und jetzt? Hat euch nicht beeindruckt, oder was? Da ist wieder der Große. Ja, lass mich doch in Ruhe. Kommt mal mit. Ich habe hier hinten noch ein paar schöne Sachen für euch rumliegen. Das da zum Beispiel. Wie gefällt euch das zum Beispiel? Das ist doch nicht schlecht, oder? Ja. Na, sind wir heute wieder auf 180? Ha? Kleiner Wutbürger. Wen haben wir hier? Dich meinte ich. Jawohl. Dich und deinen kleinen süßen Stasekern. Kleinen Moment, ich müsste mich mal heilen. Danke. Ja, komm. Ich will eigentlich den dahinter erwischen. Oh, da ist auch noch einer. Ja, war gut. Doch nicht frech werden. Wir wollen doch nicht frech werden. Ja, da hinten ist auch wieder einer. Nö, 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 nö. Ich muss weg. Kleinen Moment. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Jawohl, ist er. Jawohl, ist er. Jawohl. Macht schon Bock irgendwie. Ja, der haut natürlich rein. Ne? Warte mal, ich habe hier noch was für euch. Hol mal deine Freunde. Ja, so. Stark. Oh, geiler Kampf, oder? Macht auch beim Zusehen Spaß. Jetzt kommst du wieder. Da habe ich aber nicht viel. Ja, das ist noch was an Kopf. Jetzt kann ich erstmal looten gehen in Ruhe. Ach, oh, was für ein Stress. Du bist doch aber noch normaler, oder? Lag auch noch ein bisschen was rum, ja. Ich fand, das war jetzt relativ entspannt, aber was muss ich machen? Ach doch, ich habe eine Idee. Alles klar. Na dann. Ich weiß aber nicht, ob das stasetechnisch reicht. Komm mal her, ich will dich hier mal einstasieren. Dann mal reingehen und den Antrieb noch mal zünden. Ich weiß nicht, ob das reicht. Testzündung läuft. Bitte Abstand halten. Ach so, ja, so war das. Ah, jetzt kommt er wieder hier raus, oder was? Hey, na, Bürschchen. Wir drehen noch mal eine Runde. Ja, ich hab's kapiert. Gut, wir sind die anderen erstmal los. Da sollte das jetzt auch kein großes Geheimnis sein. Wo ist er? Hallo? Da bist du. Ja, das ist doch schon mal die richtige Richtung. Lass mich in Ruhe. Komm mal mit. Ich muss den ein bisschen früher einfrieren, ne, damit er genau da durchläuft, der Trottel. Vielleicht hier am Anfang irgendwie. So, Stase ist leer. Kein Problem. Würde ich gleich nochmal was besorgen gehen, wenn wir hier... Komm schon. Oh, das sieht gut aus. Jawohl! Ah, du Bastard! Oh. Habt ihr gesehen? Weil ich die Tür geöffnet hatte, das wollte das Spiel noch nicht. Nein, du bist ein Bastard. Bring uns die Konvergenz. Mach uns vollkommen! Guck mal, da ist wieder so ein Knoten. Da kommen auch die kleinen Knötchen her, die wir die ganze Zeit einsammeln. Scheiße. Mörser. Immer so ein Stress auf der Ishimura. Ich wollte den noch looten und Stase wollte ich nochmal aufladen. Können wir nochmal kurz zurück?
Ganz nur eine Minute. Zwei. Aua. Mann, was bin ich sauer. Hören Sie mich? Mr. Clark! Mr. Clark, kommen! Verdammtes Schiff! Sie leben, Altman. Altman kann auch zur Hölle fahren, Kendra? Aber jeder Alarm auf der Ishimura ist losgegangen. Kritische Schäden an den internen Systemen. Der Marker hat das Schiff durchbrochen. Irgendetwas zog ihn in den Frachtraum. Kein! Fliegen Sie das Shuttle zum Hangar. Ich suche den Marker. Natürlich. Amelia, schnell! Warte, Dr. Kein? Der Captain ist tot wegen diesem Irren. Wir können ihm nicht trauen, wenn es um den Marker geht. Er sagt, dass er zurück auf den Planeten muss, um es zu beenden. Wir müssen es versuchen. Bin unterwegs zum Frachtraum. Ping Nicole an und sag ihr, wohin sie gehen soll. Überlass das mir. Danke. Wenn ich den Marker habe, kommen wir alle hier raus. Lief doch ganz gut in dem großen Raum, oder? Kapitel 10, Tag der Abrechnung. Fertig. Kapitel 11, offene Wege. Erreiche den Frachtraum. Okay. Nehmen wir an. Dort. Da. Ach ja, hier. Ich habe gar nicht gesehen. So, der Frachtraum. Ball ist immer noch nicht da. Wir müssen uns nochmal einen Ball holen. Nochmal einen neuen. Ohne Ball kann ich das Spiel nicht beenden. Geht nicht. Mr. Clark, wir nähern uns dem Hangar. Wir erwarten Sie dort mit dem Marker. Apropos Marker. Ja, Amelia, bald. Wir schicken das Kollektiv zurück in die Dunkelheit. Schön, dass du dem Kerl unser einziges Shuttle gegeben hast. Oh, kein Problem. Scheiße, Isaac. Was du da getötet hast, ihre Biomasse läuft in den Frachtraum. Sie setzt sich wieder zusammen zu irgendwas Riesigem und der Marker ist direkt in der Mitte. Wie zum Henker sollen wir das schaffen? Ich habe die Frachtkerne der Ishimura. Sie können ein halbes Lager an Ausrüstung transportieren. Wenn das, was da unten ist, um den Marker kämpfen will, bin ich dabei. Deaktiviere die Sicherheitsvorkehrungen. Aber mal schnell, die kritischen Systeme versagen schon. So, gut. Wir haben uns erstmal ein bisschen eine kleine Shoppingrunde verdient, oder? Die ganzen Gold-Halbleiter können wir verkaufen. Alle zwei, genau. Ja. Sehr gut, 37.500. Und oh, vor allem, die ganze Zeit, ey, weißt du, die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte des Spiels laufe ich ohne Stase rum. Weil entweder gibt keine Station zum Aufladen oder wir haben halt nichts dabei und jetzt haben wir drei. Drei von den Dingern. Pack die mal ins Lager. Haben wir da noch welche? Gut. Sauerstoff haben wir. Könnte ich eigentlich verkaufen, aber gut. Der Rest, ja, passt soweit, ne? Ist schon irgendwie okay. Ah, nee, ich will keine 35.000 ausgeben. Scheiß drauf. Ja, yeah, da kickt die Sucht aber sowas vorher von rein, das sag ich euch. Wo müssen wir lang? Aus dem Kopf? Keine Ahnung. Ich nehme euch mal noch mit bis zur nächsten Speicherstation. Mal schauen, was da passiert. Ach hier. Sehr gut. Wusste ich tatsächlich nicht, dass hier direkt um die Ecke einer ist. Wunderbar, dann war es das für heute. Ich bedanke mich bei euch. Sind gut vorangekommen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.